Ich habe unser Autochen einfach so stehen lassen und ohne das Teil kommen wir einfach nur sehr schleppend voran. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Dying Light Following. Ich weiß, er steht da, aber ich will nochmal schauen. Ich glaube, wir müssen erst die erste Mission für... Wer bist du eigentlich? Wer seid ihr? Für unseren Schrauber machen. Ach, Khan! Khan, was zum Henker ist passiert? Wo warst du? Oh, Crane, richtig? Wie geht's denn so? Khan, ich mein's ernst. Was geht hier ab? Ich war nicht sehr freundlich zu den Einheimischen und das haben sie mir heimgezahlt. Niemand wollte mit mir handeln und für einen Unternehmer ist das der Todesstoß. Und was machst du jetzt? Mein Verhalten überdenken. Ich arbeite gerade an was Neuem und hoffe, dass die Einheimischen dann freundlicher zu mir sind. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, war schön, dich zu sehen, aber ich muss jetzt beten, okay? Die haben irgendwas mit dem gemacht, also der Kult, die Gesichtslosen, die scheinen irgendwie besonders drauf zu sein, weil der, den kann man ja kaum wiedererkennen, der will jetzt beten. Aha. So wie er es vorher gemacht hat, ne? Hallo? Na, das werden wir aber noch herausfinden. Ach, hier das Kind schon wieder, was ich treten wollte. Was gibt's hier? Will nicht mit uns reden. Hier ist bloß Quartiermeister-Gedöns, ne? Ah, wir können ja noch was bekommen. Möchten Sie wirklich einlösen? Was ist damit? Aha, die kann man einlösen. Okay. Ja, wofür brauche ich die denn sonst? Außerordentlicher Vorschlaghammer, aha. Das Ding ist nichts, das kannst du behalten. Das könnten wir verkaufen, aber will ich jetzt nicht nehmen. Mullbinden, Landminen. Geil. Schild haben wir schon. Kann man auch alles nehmen. Ich muss das einzeln anklicken. Das nehme ich mit. Schild lasse ich jetzt mal hier. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Genau. So. Ach, du hast dich umgesetzt. Cool. Name war nochmal Bali? Bilal? Ah, ich kann mir diese türkisch angehauchten Namen schwer merken. Also Rahim, das war einfach der Zeit geschuldet, war zu lange her. Und da können wir auftanken. Müssen wir da jetzt irgendwie... Achso, es wird bloß die Tankstelle gekennzeichnet, oder? Moment halt. Flasche mit Benzin. Hallo. Wir waren zuerst. Lass das. Mein Benzin. Na, ein Militärzombie. Oh Gott. Kotzt du jetzt? Komischer Typ. Flasche mit Benzin? Na? Der ist jetzt aggro drauf. Oder war das jetzt ein anderer? Per Tic-Tac die Wand hoch? Die sind ja übel drauf, ey. Okay, wir hauen ab. Aua, trifft er uns noch, ey. Ich glaub's ja nicht. Nee, Zerstörungsherausforderung will ich nicht machen. Oh, wir hätten aber schon bald die nächste Stufe erreicht von dem Fahrzeug. Schön, nein, will ich nicht. Oh, ich fahr wieder durchs Gemüse. Das ist doch Mist. Da sind wir auf jeden Fall langsamer. In unserem Wagen bekommt das eben vielleicht auch nicht so wirklich. Ich wollte jetzt eigentlich mal den Wagen wieder voll tanken, aber ich hatte jetzt gar keine ruhige Minute. Haben wir hier eine ruhige Minute? Strecken wir mal eben aus, auch mit F, stimmt ja. Dass wir da immer treten müssen. So, hier kann ich fahren. Fahrzeug upgraden. Oder Position zurücksetzen. Wie kann ich nachtanken? Tank hinten. Ah. Brauchen wir das Benzin auch für was anderes? Oder bloß zum Nachtanken? Vielleicht irgendwas in Brand stecken? Moment. E drücke ich mal. So, Tipp. Das ist Ihr Buggy-Upgrade-Bildschirm, in dem Sie folgende Option haben. Buggy-Teile einbauen, reparieren oder ersetzen, um die Eigenschaften des Fahrzeugs zu verbessern. Upgrades überprüfen. Ne, kein Zombie zu hören, ich dachte. Und Aktionstasten aktive Upgrades zuweisen. Das Aussehen des Buggys mit Lackierung und Zubehör anpassen. Okay, halten. So. Also ein Slot für Ausrüstung, wenn Sie das aktive Upgrade eingebaut haben, drücken Sie im Spiel E, um es zu aktivieren. Das sind unsere Werte. Bodenhaftung 40, alles 40, Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Handling, Bremsen, Bodenhaftung. Okay, Upgrade setzen wir da. Basisset mit nicht geländefähigen Reifen. Zustand 58%.
dann sind das wirklich die Schadenswerte, die wir hier immer sehen, wenn wir einfach durch die Prärie sausen. Oh, ist gar nicht gut. Reparieren, F. Was brauchen wir dafür? Federungsteil. Ach so, die Schrauben da. Okay, Schrauben, Schrauben. Schrauben und Schrauben. Ja, das wird dann recht einfach gehalten. Turbo ist dann für Nitro. Dann werde ich mal den Motor reparieren. Alles reparieren. Wie viel braucht denn das? Ändern Sie Lackierung, einbauen. Lackierung. Ja, schön. Aber ich will den Tipp jetzt gar nicht. Warum hat er sich geöffnet? Ach, das sind die Lackierungen. Blau, gelb, grün. Standardausführung. Meiner ist natürlich rot. So, modifizieren. Drücken Sie H, während Sie das beschädigte Teil... während es markiert ist, um es zu reparieren. Okay. Das war jetzt mal ein guter Tipp. Markieren. Reparieren ist aber eigentlich F. Aha. Ja, will ich doch. So, ein Teil. Okay, das ist dann komplett ganz wieder. Jetzt haben wir eine Schraube verloren. Dafür ist der Wagen ganz. Ist ja echt niemand? Nö. Das ist bloß der blöde Steinsockel. Also Motor, da haben wir wieder ordentliche Leistung. Ich mache jetzt mal wieder alles ganz. Halt, das war C. Vier Schrauben, ja. So hätten wir das schon mal. Und dann brauchen wir eben unseren lieben Schrauber. Gut. Wissen wir Bescheid, Wagen ist wieder ganz. Dann ran an Steuer. Und immer wenn es rot blinkt, heißt das, das Ding hat Schaden bekommen. Und der Tank ist voll, super. Gibt es hier wieder Teile? Wir waren erst in der letzten Folge da. Schaut mal, immer wenn wir fahren, klar, wenn der Wagen einfach in Bewegung ist, dann nutzt er sich ab. Wenn wir wogegen rammen, dann umso mehr, gegen Zombies zum Beispiel. Aber das werden wir alles noch kennenlernen, das wollte ich jetzt einfach bloß mal einführen und mir anschauen. Ah, wie kommen wir denn da hin? Also früher war es immer der einfache Weg, wir haben uns was markiert. Ach scheiße, ich habe jetzt die Karte ja... Oder spuckt einer. Oh Gott, es wird gleich Nacht. Das Blöde ist die Karte. Oder ist er der Spooky? Oh. Ach du Scheiße. Geländer. Heilen. Heilen geht jetzt nicht. Moment. Mit H auch nicht. Ah doch, er hat ein Medkit genommen. Ach, wir heilen uns. Aber es gab keine Animation. Ja, was blöd ist, ich kann nicht einfach mal so auf die Karte schauen. Ich muss mir das vorher anschauen. Wo ich hin will. Ist hier gerade ein Zombie? Nee. Oh Gott, ist da ganz hinten. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal hier die Bude. Die werde ich mir jetzt einfach mal zu Herzen nehmen. Ach, einfach aussteigen. Ihr Blödhanseln. Lass die Karre ganz, ja? Ich will jetzt mal die Sicherheitszone da holen, falls wir jetzt eben bald Nacht haben und wir die brauchen. Die will ich jetzt einnehmen. Die ist da oben beim Funkmast. Damit will ich jetzt mal anfangen. Wie weit kann Crane eine Wand hochgehen? Was nie so verschwommen. Das ist ja eine ekelhafte Textur. Schaut mal. Die hier geht noch. Also die ist ja in Ordnung. Aber hier... wahrscheinlich Zaun. Da kann man sich dann runterseilen. Hier ist überall zu. Da können wir auch nicht drüber klettern. Da schleimt jemand rum. Ah, hier können wir rein. Dann Nahkampfwaffe. Hallo. Hätte ich jetzt Todesstoß anwenden können. Deine Blase ist geplatzt. Ich will dich betäuben. Was du? Na kommt. So, hinterher, hinterher und Kopf. Ich könnte es zwar auch mit der Waffe machen, aber... Ach du Kacke. Ach ey, war das nicht F. Scheiße. Entschuldigung. Ja, das habe ich einfach zu lange nicht mehr gemacht. Dying Light. Gemacht. Nee, Zombies weggetreten. Die Tasten habe ich gar nicht mehr so inne. Ich dachte, das wäre jetzt F gewesen. Also Kontern ist F, klar, aber die dann wirklich loswerden, das ist dann E. Ja, die halten echt viel aus, ja. F, dann ist er betäubt. Moment. Er ist schon wieder frei. Okay, wir sterben. Nicht ein HP. Und das nächste Medkit. Ach, hey, Jemine. Hauptsache, es spuckt jetzt keiner. Das ist Albtraum, sage ich euch. Das ist Albtraum. Ich glaube, ich werde die zur Seite matschen und dann einfach drauf treten. Nahkampfwaffe, wirklich, wenn uns jemand auch mit einer Nahkampfwaffe angreift. Weil Zombies kann man einfach wegtreten. Und Banditen zum Beispiel im Nahkampf, die muss man einfach schlagen. So, du bist jetzt betäubt. Genau, es geht einfacher und schneller.
Und es nutzt die Waffe nicht ab. Das ist das Tolle daran. So, wir müssen ja hier sauber machen. Müssen wir noch zumachen. Moment. Scheint gerade nicht der Fall zu sein. Einfach weggerotzt. Ja, ich glaube, ich finde so langsam meine Taktik, wie ich hier eben vorgehen muss. Zum Beispiel hier, ramp, bombs, dann liegt das Tier. Und dann können wir einfach drauf latschen. Nein. Wird ja bald Nacht, deswegen heißt es sich sputen. Mehr oder weniger. Endlich. Das können wir knacken. Ist hier aber noch jemand drin? Oh Gott, ist das dunkel. Strom anmachen. Gibt es da Aufgaben? A benutzen. Und dann wieder mit E aufbrechen. Okay. Wir haben es 19:54. Was ich wirklich toll fände, einfach eine Taste, wo man sich die Armbanduhr eben vors Gesicht halten kann, weil so muss ich immer hier nachschauen, wie spät es ist. Und viel einfacher oder viel schöner wäre es doch, wenn es eine Taste gibt, wo sich Crane einfach die Uhr vor die Nase hält. Aber ist ja leider nicht. Wir müssen noch nach oben. Erstmal Stromkabel mitnehmen. Ich will wirklich erstmal hier eine Sicherheitszone schaffen. In der großen, weiten, weitläufigen Welt, ehe es Nacht wird. Und es ist eben schon bald 20 Uhr. Wann war es? 21 Uhr? Wann die Nacht hier beginnt? Das war gefährlich. Ich wollte eigentlich gar nicht rutschen, aber ich hätte vorher bremsen müssen. So, liegen schon Kleinteile. Wir müssen noch höher laut Karte. Hier gäbe es dann die Möglichkeit zu pennen, aber wir müssen noch weiter nach oben. Um die einfach zu aktivieren. Dann mache ich mal Licht wieder aus. Ja, das Klettern ist echt toll. Das macht Spaß. Und wenn man weiß, wie es funktioniert mit diesen schwarz-gelben Markierungen oder teilweise auch rot und dann auch die einzelnen Tasten fürs Festhalten oder Fallen lassen, das ist dann wirklich gut. Dann müssen wir hier wieder rauf. Dann kommt man hier auch wunderbar zurecht. Das macht echt Spaß. Also Gameplay-technisch ist Dying Light einfach spitze und ich bin tief gefallen. So, ach, ich bin wieder an der gleichen Stelle hochgeklettert. Hätte mir eine Lehre sein müssen. Da kommen wir noch nicht ran. Hier ist ein Boden. Okay, dann müssen wir... Nein. Ach, scheiße. Nein. Ich habe echt mehr Glück als Verstand, oder? Oh. Das war doch der Katzensprung, wollte ich gerade sagen, den Rahim so klasse fand. Als ob ich das geschafft habe. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Da springe ich jetzt nicht dran. So, hier wird dran gesprungen. Mann, oh Mann. Wir sind auf der richtigen Höhe. Der Pfeil wird nicht mehr angezeigt. Noch ein Stück hier. Mann. So, Erfahrungspunkte. Jetzt müssen wir nochmal nach unten. Nee. Inaktive Sicherheitszone. Aufgrund fehlender Elektrizität sind einige der Sicherheitszonen auf dem Land inaktiv. Helfen Sie Bilal bei der Quest unter Strom, um sie wieder nutzbar zu machen. Du dummes Ding, du. Aber das ist nur logisch. Das finde ich toll, dass daran gedacht wurde. Das sieht ja blöd aus da hinten am Wasser. Boah, gucke ich nicht hin. Scheiße. Oh, jetzt sind wir hier bei Nacht und wir gehen erstmal nach unten. Nach unten auf die Schlafebene. Wir müssen wirklich erstmal die Aufgabe machen und jetzt können wir nicht pennen. Scheiße. Unser Auto steht da hinten auf der Autobahn, deswegen haue ich jetzt ab und ich werde mal zusehen, dass ich... Ah, stimmt ja, die Karte, die ist ja jetzt auch nicht mehr so, wie sie mal war. So, schaue ich mal jetzt hier oben nach. Karte. Das war der Truck. Wo ist unsere, in Anführungszeichen, Heimat? Das war das Paket, Hochsitz, nicht erkundeter Ort, Hochsitz, Schattenjäger, vermisste Person. Ich kenne mich hier eben noch gar nicht aus. Wir sind doch von hier hinten gekommen, ne? Was ist hier? Ist doch die Farm, ne? Paket zurückholen, Sicherheitszone, ist die Farm. Tankstelle, Tankstellensymbol, Moment. Oh Gott, es wird Nacht da. Ja, jetzt guckt Crane auf die Uhr, aber das muss man auch selbst machen können, finde ich. Dann fahren wir jetzt zurück, wir pennen und wir machen erstmal die Mission. Ach nee, ich wollte doch einsteigen. Spuck uns nicht an. Grabbel uns nicht an. Tschüss. Immer schön auf der Straße bleiben.
Ja, Fertigkeitspunkte. Oh Gott, da ist ein schlimmer gewesen. Ach du Kacke, Verfolge abschütteln. Nee, ich zieh ne. Halt ich. Ich dachte, hier wäre eine Barrikade. Ach du Kacke. Leute, ich habe so einen Schiss bei Nacht hier, sage ich euch. Dass wir hier einfach umkommen. Kann man hier durchfahren? Das waren die Holzdinger, ne? Ja. Ah, wir brauchen echt Scheinwerfer. Geht das? Wieso ging die mal an? Warum sind die Scheinwerfer jetzt nicht an? Warum kann ich die nicht mit der Taschenlampe anmachen? Scheiße, das war eine Straßensperre. Ich dachte es mir schon. Weil es nicht geleuchtet hat. Das waren die Betonklötze. Hier waren vorhin die Banditen in der letzten Folge. Oh Gott, da ist wieder einer. Sind wir jetzt nicht gleich da? Ja, da vorne ist die Tankstelle, die sogar erleuchtet. Die hat noch Strom. So, hier ist UV. Also, Ruhe bitte. Hoffe ich. So, dann will ich jetzt einfach mal der Hase sein. Reiß ausnehmen, wir pennen jetzt. Was? Aha. Wackelpuppe Bilal. Das kann man sich aufs Auto schnallen, oder wie? Denke ich mir. Draußen warten die Zombies, die knistern schon. Hier war unser Nest. Genau. Boah. Also jetzt will ich erstmal... Ich glaube, ich muss einfach mit dem Spiel, mit diesem Schwierigkeitsgrad zurechtkommen, ehe wir uns groß durch die Nacht schlagen. Klar, es gibt doppelte Fertigkeitspunkte, aber es ist auch mehr als doppelt so gefährlich. Meiner Meinung nach. Nichts Neues. Wir machen jetzt einfach mal unter Strom. So, ach, hier haben wir einen Generator hier oben, stimmt ja. Also, Quests. Unter Strom ist noch markiert und jetzt war es eben Strommast, Isolierung und eben das so Ali bringen, genau. Und dann sehen wir weiter. Da hinten ist die Markierung. Ich schaue nochmal kurz auf die Karte, weil das können wir unterwegs so schlecht. Echt am anderen Arsch der Welt. Aber ist immerhin Tag. Ja, das Ein- und Aussteigen könnte besser sein, finde ich, aber ich will mal nicht so viel über das Spiel meckern. Na, der Weg ist auch nicht so dufte, also man kann zwar besser, vielleicht besser fahren, als wenn wir wirklich auf Wiese unterwegs sind, aber so toll ist das noch nicht. Und Turbo haben wir auch noch nicht, also Nitro ist nicht drin. Ist die Straße hier? Nee, ist auch nicht besser. Ja, dann fahren wir jetzt einfach mal ein Stück. Mann, die Folge ist schon wieder fast um. Ich habe noch gar nichts groß geleistet. Aber ich will jetzt auch nicht immer von Folge zu Folge, armes Autochen, so oft sterben. Deswegen gehe ich da einfach bedachter vor. Aber etwas haben wir geschafft. Wir haben uns in dieser Folge einfach mal das Auto angeguckt. Also mit... Ah, schaut mal, die Straße. Eine asphaltierte Straße macht keinen Schaden. Auch verständlich. Jetzt fahren wir wieder auf Dreck und dann macht es Schaden. Gott, jetzt... hat das noch mehr Bedeutung, dass die Straßen wirklich zugestellt sind. Können wir die wegpöbeln? Ja. Aber die wurden schon so gemacht, dass man noch gewissermaßen vorbeifahren kann. Hier muss ich rein. Ja, wir müssen abbiegen, ne? Wir müssten eigentlich unten sein. Wir müssen die nächste Abfahrt finden. Und wenn wir Zombies rammen, dann geht alles auf den Wagen. Vielleicht kann man den Wagen einfach noch stabiler machen. Ich springe jetzt mal hier runter. Oh Gott. Au. Neue Fahrzeugstufe. Ja, super. Wir machen den Wagen kaputt. Und unser Wagen wird besser. Hier, joi. Dreckpfütze hat jetzt Schaden gemacht. Wie weit ist es denn noch? Ach, wir sind fast da. Ja, wunderbar. Dann hier noch drunter durch und dann rüber. Hoffentlich kommt jetzt kein Zug. Ach ne, 1 Kilometer? Mhm, von wegen gleich da. Ich habe bloß die 1 gelesen. Hochsitz gesichtet. Schön, das war der, glaube ich, rechts von uns. Oh Mann. Aufhängung und Reifen werden beschädigt. Vorsicht. Da ist ein Hochsitz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gäbe es Medkits. Das hat den ganzen Wagen beschädigt. Nein. Ich muss zielstrebiger fahren. Sogar die Tachonadeln bewegen sich. 120 fährt das Ding spitze. Km/h oder mal in der Stunde. Scheiße, wo kann man denn hier runter? Nein. Oh Mann, ihr seht aber schon, das wird echt nicht einfach. Die ganzen Entfernungen. Ist da gerade was aufgeploppt, das sah so aus. Und die ganzen Gefahren, die in der offenen Spielwelt auf uns lauern. Ich nehme jetzt in Kauf, dass der Wagen beschädigt wird, damit ich jetzt einfach schnell ankomme. Das ist schon nicht ohne. Und wir spielen es eben auch noch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Ist da jemand? Hilfe! Wir sind gefangen in einem Haus in der Nähe des Flusses. In der Nähe des Flusses, also hier, oder wie?
Also die... Hast du das gehört? Es kommt jemand. Wie kann ich denn loswerden? Bitte! Wir brauchen Hilfe! Bitte! Ach Mensch, Leute. Ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier hoch. Ah, die können unser Auto. Ach du Kacke, drei Leute. Können unseren Wagen anspringen. Ich glaub's ja nicht. Wo ist der jetzt im Haus verschwunden? Alter, wie die drauf sind. Aber ich habe gebremst, dann ist das Vieh, glaube ich. Ja, wurde das vom Wagen geschleudert? Ich komme hier nicht hoch, schaut mal. Gut. Ich glaube, die sind da irgendwo drin. Wir schauen uns das an. Wir wollen helfen. Da kommen sie hoch, aber die kommen, glaube ich, nicht hier hoch. Wo bist du dann gesprungen? Also, nächste Folge schauen wir mal nach den Leuten, wenn die auch wirklich da sind. Und wir müssen zusehen, dass wir hier überleben. Die Zombies sind wirklich gefährlich geworden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.